Hallo, ihr Lieben. Ja, heute kommt wieder meine Monatsreview von meinen verdüftelten Düften. Ich wollte euch zeigen, was bei mir im Juni alles in der Lampe war, beziehungsweise angezündet war, und euch einen kleinen Eindruck davon geben, wie ich das warm erlebt habe. Ich hoffe, ihr freut euch wieder übers Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe hier wieder eine sehr lange Liste. Ich habe gedacht, ich hätte im Juni gar nicht so viel verdüftelt, aber als ich das alles mal rausgeholt habe, war das doch wieder total viel. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe für meine Verhältnisse total viele Gläser angehabt. Habe ich auch gar nicht gedacht, weil eigentlich bin ich ja eher jemand, der die Lampen anwirft und nicht die Gläser. Aber habe ich scheinbar getan. So, fangen wir mal an. Direkt von oben. Das Erste, was ich im Juni anhatte, war Sun and Sand. Der brennt bei mir super, der Housewarmer. Ich habe hier einen ganz klaren oder er ist ganz klar runtergebrannt. Ist einer meiner Lieblings-Sommerdüfte. Der riecht einfach schön nach Sonnenmilch. Einfach herrlich. Und ja, der ist auch als Housewarmer super. Hat mit dem Illuma-Lid bei mir gebrannt. Das mache ich immer drauf auf die Housewarmer. Ja, und Sun and Sand war diesen Monat wieder mit dabei. Dann hatte ich ein Tarte an. Ich bin nämlich ein bisschen krank gewesen im Juni. Hatte so eine Sommergrippe-mäßig. Wieder mal. Und da habe ich mir Winter Wonderland rausgekramt, weil der ja so ein bisschen Pfefferminz mit drin hat. Weil nichts anderes habe ich gerochen irgendwie. Und da habe ich mir Winter Wonderland reingemacht. Und da bin ich jetzt wirklich auf den Geschmack gekommen und überlege mir davon vielleicht nochmal was zu ordern. Der ist ja eigentlich raus aus dem Sortiment, aber den kriegt man wohl noch, zumindest so ab und an. Und da habe ich schon gedacht, ob ich mir vielleicht hiervon noch was nachorder. Irgendwie finde ich den Duft gerade sehr schön. Ja, Winter Wonderland. Ist so ein bisschen so ein süßlicherer Pfefferminzduft. Dann, als ich wieder fit war und wieder riechen konnte, habe ich Tulips angezündet. Auch der hat relativ gut gebrannt. Riecht wirklich wie ein Strauß Tulpen. Also, wenn man die Nase in so einen Strauß Tulpen reinhält, man riecht diesen grünen Stängel, man riecht ein bisschen was von dieser Tulpenblüte, was Florales. Und ich finde auch einfach diese Wachsfarbe in diesem schönen Knallrot, finde ich total toll. Ja, und Tulips bekommt ihr, glaube ich, über Yankee Kislek, das ehemals Lama war. Ich meine, der hat den noch auf Lager. Oder halt bei eBay oder so könnt ihr auch Tulips finden. Das ist also kein sehr schwer zu bekommender floraler Duft. Ist aber halt nicht im Standard Yankee Candle Sortiment in Deutschland erhältlich, aber man bekommt ihn. Auch als Housewarmer dann. Also ich glaube, als Tarte habe ich den noch nirgendwo gesehen. So, weiter geht's. Ah ja, stimmt. Ich war baden und im Badezimmer, ich habe ein relativ kleines Badezimmer, da lohnt sich das schon mal, kleine Housewarmer anzumachen. Ich kaufe die eigentlich nicht, weil mir das Preis-Leistungs-Verhältnis da nicht so passt. Aber fürs Badezimmer finde ich die kleinen super, weil die vom Duft, von der Intensität her reichen und die werden halt auch schnell bis zum Rand flüssig. Und da habe ich im Badezimmer den White Christmas stehen. Das ist halt so ein, ja, also er ist in der Festive-Reihe einzusiedeln. Und der riecht halt sehr klar, sehr, also er hat was Pfefferminziges, so mehr Richtung Eukalyptus, würde ich jetzt sagen. Und im Grunde riecht er eigentlich wie so ein Erkältungsbad. Aber ein bisschen edler. Ja, und ein bisschen holzig ist er auch. Also mir gefällt der gut fürs Badezimmer. Und ja, auch wenn keine Weihnachten ist, aber der wird im Moment bei mir im Bad verdüftelt. Ja, dann hatte ich, wie auch schon in dem letzten Video erwähnt, den Flora Perfume an. Das ist meine einzige und erste Kerze, die ich von Colonial Candle habe. Und immer wenn ich die anhabe, sagt mein Sohn: Mama, das riecht nach dir. Also
Das ist wirklich mein Duft. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich finde den wunderschön. Der riecht laut Beschreibung nach Pfingstrosen. Der riecht aber in meiner Nase wirklich wie ein Damenparfum. Das würde ich auch sofort kaufen. Sofort. Wäre absolut mein Duft. Der ist auch als Kerze schön intensiv. Ich hatte da auch ein Pröbchen von, ein Simmersnap. Und musste mir den sofort als Kerze bestellen. Der ist einfach nur fantastisch, finde ich. Also wer Blumendüfte mag, sollte den auf jeden Fall mal schnuppern. Und wer keine Gelegenheit hat zum Schnuppern, dann vertraut mir, der ist auch als Kerze toll und intensiv. Und ja, wer florale Düfte mag, so ein bisschen parfümige Düfte, liegt damit auf jeden Fall richtig. Der ist ganz, ganz toll. Hat bei mir auch 6 Sterne gekriegt. Dann hatte ich von Duftimpressionen den Clean Breeze drin. Den habe ich, glaube ich, jetzt hier gar nicht liegen. Nö. Da hatte ich so einen Maxi-Cup mir gekauft. Und Clean Breeze soll nach einem amerikanischen Weichspüler mit dem gleichen Namen duften. Und den habe ich im Flur in einer elektrischen Lampe gehabt. Und der war wirklich sehr schön. Der riecht einfach nur leicht, also er ist jetzt nicht so bam, sondern eher ein leichter Duft und der kommt wirklich nach einem Weichspülerduft und gefällt mir auch total gut. Den überlege ich mir auch, wenn ihr mal den im Shop habt, auch als Clamshell zu kaufen, dass ich davon dann mehr habe. Und so ein Viertel von dem Maxi Cup hat auch echt 2 oder 3 Abende sogar gereicht, also die Intensität und Duftdauer von Irmas Düften ist einfach schön und manchmal tausche ich den dann aus der Lampe einfach nur aus, weil ich den dann schon 3 oder 4 Abende drin hatte und dann einfach Lust auf was anderes habe. Der würde aber vielleicht sogar noch einen 5. Abend durchhalten. Also manche ihrer Düfte sind so langlebig, total toll. Ja, das war Clean Breeze. Dann hatte ich ein Pröbchen von Colonial Candle Carnival. Da habe ich jetzt nur noch dieses Pappteil. So sieht der Simmersnap von oben aus, also mit so bunten Federn. Und die Teile, habe ich euch ja schon gesagt, riechen irgendwie nach, weiß ich auch nicht, Lösungsmittel oder auf jeden Fall gar nicht schön. Ist auch überhaupt nicht mit dem Duft dann zu vergleichen. Und der Karneval ist ein richtig schönes dunkelblaues Wachs und roch für mich in meiner Nase auf jeden Fall sehr gut. Ich kann aber echt nicht definieren, wonach. Er ist weder sehr parfümig, noch ist er fruchtig, noch wäre er irgendwie tropisch, weil es ja Rio de Janeiro-Reihe ist. Ja, er ist einfach ein buntes Potpourri aus allem Möglichen und ich fand ihn in meiner Nase sehr schön. Ich glaube, ich würde mir, wenn es den noch gäbe, auch nochmal einen Simmersnap kaufen. Der ist aber nicht mein Lieblingsduft von Colonial Candle. Aber schwer, sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also da es den aber, glaube ich, jetzt auch nur noch als Glas gibt, werde ich mir den nicht kaufen, glaube ich. Ja, dann hatte ich noch von Yankee Candle den Citrus Tango an. Da habe ich mir einen Sampler klein gemacht. Und den habe ich hier drin in meinem Büchlein auch. Das hier ist ja das Label Citrus Tango. Wie ihr sehen könnt, der hat 4 Sterne bekommen. Eine lebhaft verspielte Melodie von sonnengereiften Orangen, würzig herber Zitronenschale und Grapefruit geküsst. Also ich fand ihn sehr schön. Also es finde ich von den aktuellen Sommerdüften einer der schönsten. Er ist sehr schön orangig, hat also mehr Orange und Grapefruit als Zitrone, ist also auch vom Klosteincharakter her eher niedrig anzusehen und er ist insgesamt sehr rund, also so ein richtig schöner, runder, zitrischer Duft. Ja, also schön rund, weich, lecker, also der gefällt mir warm sehr, sehr gut. Citrus Tango hat ja 4 Sterne, habe ich euch ja gerade gesagt. Dann hatte ich ein Pröbchen von Southern Candle und zwar war das so ein kleines Wachspröbchen, das habe ich glaube ich von Andrea und Sven gekriegt. Das war in der Duftrichtung Mulberry und es war so ein richtig schön bordeaux-rotes Wachs und roch total lecker nach Beerengebäck. Also
Den würde ich auf jeden Fall nachordern, wenn ich mir bei Southern Candle was bestellen würde. Mulberry kann ich empfehlen, riecht richtig nach so einem Kuchengebäck mit Beeren drin, richtig schön saftig, rund, lecker. Ja, obwohl ich ja Kuchendüfte nicht so besonders gerne mag, den mochte ich echt gern, der war toll. Habe ich aber nichts mehr von, ist aufgebraucht. Dann habe ich von Colonial Candle den Plum Orchid drin gehabt. Der sieht so aus. Und warum der Plum Orchid heißt, kann ich euch nicht sagen, denn ich finde, der riecht nicht nach Pflaumen, sondern der riecht wirklich richtig nach Blumen. Also Orchideen riechen ja eigentlich nicht viel, aber wenn ich mir einen Duft dazu vorstellen sollte, würde ich den auch nehmen. Also richtig schön floral, er ist sehr intensiv, man braucht da echt nicht viel von. Wie fast alle von Colonial Candle, total intensiv. Und ja, das Label gefiel mir, die Farbe vom Wachs gefällt mir. Plum Orchid ist auf jeden Fall eine gute Wahl, wenn ihr auf Blumendüfte steht. Dann hatte ich hatte die ja diesen Monat neu, von daher ist auch viel Colonial Candle diesmal dabei, den Cozy Cashmere an. Und Cozy Cashmere riecht süßer als erwartet. Also er hat schon was von einer Wolldecke, von so einer frisch gewaschenen Wolldecke. Er riecht sehr edel, aber schon süß. Also ein sehr schöner, weichspüler, runder Duft. Diese Wolldecke, die hier vorne drauf ist, wenn ihr euch die frisch gewaschen aus dem Trockner vorstellt, so kann man es ungefähr sich vorstellen. Cozy Cashmere ist nichts für Leute, die nicht süß mögen. Ich finde ihn auch wieder sehr intensiv. Da kann man wirklich ein Viertel, ach, einen halben von diesen Wachsbröckchen nehmen und ist damit schon gut bedient. Die Duftintensität von denen ist einfach nur toll. Dann hatte ich das Glas von Southern Candle in Lilac an. Das soll ungefähr 40 Stunden brennen. Ich habe das jetzt auch schon etliche Stunden angehabt und man sieht kaum was runtergebrannt. Also sehr langlebig, glaube ich, die Kerze. Und die ist auch sehr parfümig. Riecht schon nach Fliederblüten, also so lilane Blüten, wie hier draufstehen. Sind es auch. Was ich schade finde, ist, dass die Label von denen sehr einfallslos sind. Also irgendwie so ein bisschen altbacken. Und auch dieser Schraubverschluss, der hat also auch nichts obendrauf oder so. Ja, das ganze Glas kommt einem so ein bisschen altbacken rüber. Also ich finde, die können an ihrem Design noch was verändern. Also die Schriftart von hier, Southern Candle, finde ich auch sehr gotisch, sag ich mal. Also ist nicht so mein Fall. Das ist Sojawachs, steht hier auch drauf, Natural Soy Wachs. Riecht auch echt intensiv. Die fand ich jetzt für so eine kleine Kerze mit so einer kleinen Brennoberfläche sozusagen sehr intensiv. Die hat mein großes Wohnzimmer durchaus gefüllt mit dem Duft. Und sie riecht schön weich, floral, aber auch etwas Kopfschmerz. Kandidat. Aber ich habe sie von Andrea und Sven geschenkt bekommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich werde die auch in Ehren halten und wenn ich sie anmache, immer an euch beiden denken. So, dann hatte ich von Yankee Candle Evening Air an. Das war ein Tarte. Das ist jetzt noch ein halbes über. Evening Air hat ein wunderschönes Label. Sieht ganz, ganz toll aus. Und wie ihr sehen könnt, hat er 4 Sterne bekommen. Da gibt es nur die englische Beschreibung. Und zwar: The crisp breeze of a fall night, warmed with notes of clove, geranium, basil, cedarwood and musk. Also eine frische Brise des Herbstes, also einer Herbstnacht, erwärmt mit Nelke, Geranium, Basilikum, Zedernholz und Moschus. Ja, so würde ich es jetzt übersetzen.
Der Evening Air ist, glaube ich, einer der Düfte, die Geister spalten. Manche lieben ihn, manche finden ihn viel zu moschuslastig. Ich fand, dass er schon sehr nach so einer klaren Abendluft duftete. Er ist wirklich ein bisschen holzig männlich, aber was ich als leider sagen muss, er hätte sonst auch echt 5 Sterne verdient und wäre auch ein Housewarmer-Kandidat für mich. Aber er war als Tat echt leider nicht intensiv. Also da hat ein Teelicht 4 Stunden lang drunter gebrannt und ich habe ein halbes Tat reingemacht in die Lampe und ein zweites hat er schon nicht mehr durchgehalten. Ich weiß auch nicht warum, ob das Tat auch einfach vielleicht zu alt war oder so. Den kriegt man ja jetzt so auch nicht mehr. Wobei man ja eigentlich sagt, die verlieren nichts an Duftintensität. Es ist wirklich ein wunderschön holzig männlicher Abendluftduft. Gefällt mir eigentlich vom Duft her wirklich, wirklich gut. Aber leider fand ich den nicht intensiv. Komisch. Ich hoffe, dass, wenn ihr davon Tats habt, die bei euch vielleicht intensiver duften. Ja. So, dann hatte ich nochmal Colonial Candle, den River Seine an. Auch hier habe ich, wie ihr sehen könnt, nicht viel benutzt, nur so ein halbes. Den habe ich euch in meinem Yankee Candle Tag ja auch schon gezeigt. Der riecht von allen Colonial Candles, die ich habe, am unspannendsten, finde ich. Der ist also kein Nachkaufkandidat. Wobei diese Paris-Edition ja sowieso eine limitierte Sache ist. Den wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr geben, wenn er ausverkauft wäre. Ja, und der riecht sehr blau, sehr duschgel-lastig, würde ich jetzt beschreiben. Ist also nicht schlecht, aber auch kein Oberknaller. Also leider hat der mich nicht so bekommen. Ja, dann hatte ich von Duftimpressionen meinen heißgeliebten Yuzu Limone drin. Yuzu Limone habe ich ja geschenkt bekommen von einer ganz lieben Zuschauerin und ach, der ist einfach wunderschön. Der ist so rund Limone, fast schon kuchig Limone. Ich finde den einfach nur toll. Yuzu Limone hat mein Herz erobert. Dann habe ich 2 Housewarmer noch angehabt von Yankee Candle und zwar an so warmen Tagen. Das war einmal der Beach Flowers. Der verliert hier oben so ein bisschen Farbe, war aber auch insgesamt, ich hatte den günstiger bekommen, weil der so ein bisschen verfärbt war. Der wird nämlich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so gräulich hier vorne. Aber tut dem Duft keinen Abbruch. Und Beach Walk geht, glaube ich, demnächst jetzt auch raus. Also wer noch so einen floralen Duft, der aber nicht so süß-floral ist, sondern eher ein bisschen frisch-floral sucht und ja, auch die Duftbeschreibung ist, glaube ich, irgendwas noch mit Hibiskus und ja, warum jetzt Beach? Also er riecht jetzt nicht salzig oder irgendwie so. Aber er ist schon sehr frisch, klar, floral. Den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, den Duft. Deswegen habe ich ihn mir ja auch als Housewarmer gekauft. Der müsste jetzt rausgehen, meine ich. Also wer noch was sich davon bunkern möchte, sollte das noch schleunigst tun. Dann hatte ich meinen Beachwalk an. Der Duft ist ja der Lieblingsduft von meinem Mann. Jedes Mal, wenn ich den anhabe, ob als Tat oder hier als Housewarmer, und er nach Hause kommt, sagt er, ah, da ist er wieder, mein Lieblingsduft. Ja, und Beachwalk ist auch raus, leider. Und darum habe ich mir noch mal einen großen Housewarmer gegönnt. Der ist, ja, finde ich, vom Label, von der Wachsfarbe, vom Duft, alles einfach wunderschön. Und ja, darum bin ich mit dem Housewarmer auch ein bisschen sparsam. Ich verbrauche eher meine Sampler und Tarts im Moment. Aber diesen Monat hatte ich ihn als Housewarmer auch an. Dann hatte ich 2 Düfte als Proben von Sweet Mamsell. Und zwar war das einmal Cactus Sea Salt und Coconut Lime Verbena. Und
Der Cactus Sea Salt, der war, also ich mochte beide, von daher super. Sweet Mamsell habe ich bis jetzt auch noch nie bestellt, das ist aber absolut auf meiner Wunschliste. Da warte ich jetzt auf den nächsten Restock und hoffe, dass ich da ein bisschen noch was ergattern kann. Ich glaube, der ist jetzt auch am 4. Juli, wenn ich mich nicht täusche, und dann erst halt wieder im August. Und die beiden haben mir sehr, sehr gut gefallen, aber ganz, ganz besonders toll fand ich den Coconut Lime Verbena, wobei ich da gar nicht so mit gerechnet hatte, weil ich ja Kokosnuss eigentlich nicht so mag, aber das war eher zurückhaltend in diesem Duft, die Kokosnuss, und von daher, der hat mich total gekriegt, also den würde ich sofort nachbestellen. Der andere, der Cactus Sea Salt, war auch gut, aber der Coconut Lime Verbena war für mich top, also den würde ich sofort nachordern. Ja, dann hatte ich noch drin von Colonial Candle ein Pröbchen Simply Vanilla. Vanille pur, fast schon Vanilleeis, also richtig süße Vanille. Hat mir auch gut gefallen, aber ich bin kein so vanilliger Typ. Von daher, den kaufe ich mir nicht nach. Der ist aber trotzdem für Leute, die Vanille gerne mögen, eine absolute Empfehlung. Ganz, ganz toll. Riecht auch wirklich pur nach Vanille. Dann hatte ich noch von Duftimpressionen den Vanilla Champagne drin. Und Vanilla Champagne riecht kalt, nicht wirklich nach Vanille, sondern nach einer leicht ja, zitrischen, so prickelnden, dieses Sparkling hat er. Aber auch sehr warmen, also ist ein warmer, einlullender Duft. Trotzdem aber spritzig, also ganz schwer zu beschreiben. Und vanillig riecht er in meiner Nase kalt gar nicht. Warm kommt die Vanille mehr durch. Warm wird der auch insgesamt noch runder. So kalt riecht der sehr zitrisch. Und warm wird er insgesamt süßer und runder. Der hat mir nicht ganz hundertprozentig gefallen. Ich habe auch jetzt ein ganzes Würfelchen benutzt. Vielleicht sollte ich beim zweiten Mal, wenn ich ihn anmache, nur ein halbes Würfelchen nehmen, weil er war wirklich sehr intensiv. Und am zweiten Abend gefiel er mir dann deutlich besser in der Lampe. Von daher, glaube ich, muss ich dann das Würfelchen nochmal teilen. Also Vanilla Champagne ist ein sehr intensiver Sparkling-Vanilla-Duft, der am Anfang sehr zitrisch ist und wenn man ihn in der Lampe hat, immer wärmer und runder wird. So würde ich es beschreiben. Dann habe ich ja Scentsy ausprobiert. Ich habe jetzt meine erste Scentsy-Bestellung losgelassen und habe euch da auch schon meine Ausbeute gezeigt. Und da hatte ich nur bisher Bora Bora Blossom drin. Der hat mir super gut gefallen. Bora Bora Blossom riecht so nach exotischen Pflanzen, nach diesen Blüten, aber kein Grünanteil, sondern wirklich nach der puren Blüte. Es hat ein sehr, sehr schönes lilafarbenes Wachs. So ein bisschen tropisch würde ich ihn beschreiben. Da habe ich aber jetzt nichts mehr von. Das Pröbchen ist weg. Hat mir gut gefallen. Bora Bora Blossom könnte ich mir vorstellen nachzuordern. Dann habe ich noch drin gehabt von Yankee Candle den Pink Hibiscus. Den habe ich als Sampler verbrannt. Die Beschreibung lautet herrlich leuchtend. Das spritzige, leicht an Zitrusfrüchte erinnernde Duftbouquet voll zarter tropischer Hibiskusblüten versetzt sofort in eine beschwingte Stimmung. Ja, Pink Hibiscus hat nur 3 Sterne bekommen. Er wäre jetzt kein Nachkaufkandidat für mich. Der ist, gut, ich habe ihn nicht in der Lampe gehabt. Ich habe ihn als Sampler angezündet. Und da sind die ja immer nicht so besonders intensiv, die Yankee Candles. Er ist schon sehr floral. Er ist eher spritzig floral. Auch so wie sie sagen, zitrisch anregend ist er auch. War jetzt aber nicht so mein Oberfavorit. Also irgendwie, der hat mich einfach nicht so vom Hocker gehauen. Ich würde den, glaube ich, nicht nachkaufen. Und der letzte, den ich diesen Monat in der Lampe hatte, war Baby Powder. Den habe ich tatsächlich noch nie
warm gerochen. Also irgendwie so ein klassischer Klassiker von Yankee Candle, aber ich hatte den noch nie in der Lampe. Jetzt habe ich es mal gemacht. Baby Powder wird beschrieben, ein zarter Duft von Frische, sanft und wohltuend, genau wie richtiges Babypuder. Und er riecht wirklich nach Babypuder. Also 1:1. Kann man nicht anders beschreiben. Hat 4 Sterne bekommen bei mir. Ist absolut ein wunderschöner Duft. Ein, ja, so ein Allrounder. Den kann man, glaube ich, unabhängig von der Jahreszeit verdüfteln. Und wer den Duft von Babypuder mag, sollte den sich auf jeden Fall mal genauer anschauen. Ja, das war's. Das war mein Juni. Ich habe viel durch die Bank durchgetestet und ja, auch vieles sehr Schönes kennengelernt, wie Scentsy und die Colonial Candles haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ist also leider wieder eine Duftkerzenfirma, die mein Herz erobert hat. Ja, und es wird immer breiter hier. Es wird immer mehr an verschiedenen Firmen, was ich durchteste. Und ja, die Yankee Candles sind nicht mehr unbedingt Platz 1. Also sie teilen sich zumindest ihren ersten Platz momentan mit den Colonial Candles bei mir. Und Scentsy rückt auch echt nach, muss man wirklich sagen. Die muss ich aber noch ausgiebiger warm testen, um da mein letztliches Urteil drüber zu fällen. Aber kalt sind die schon mal toll. Also da war irgendwie keiner dabei von den ganzen Düften, die ich jetzt zu Hause habe, den ich gar nicht mochte. Also ganz toll. Ja, und dann habe ich noch auf der Wunschliste die Beautiful Fragrances, auch von Davanda. Die muss ich, glaube ich, auch mal testen, weil da echt total viele sehr, sehr begeistert von sind, auch in unserer Facebook-Gruppe. Da sind ganz viele, die bestellt haben und die sofort nochmal bestellen. Also da muss ich vielleicht dann auch nochmal meinen Bestellfinger zücken. Mal gucken, aber jetzt steht ja erstmal Urlaub an und da werde ich dann auch eine Duftlampe mitnehmen, habe ich mir überlegt. Und ja, mal gucken, was ich da im Urlaub alles so verdüftel. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Jo, das war der Juni 2014. Das waren meine Düfte. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald. Tschüss.